Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich bei der Instax Mini Leeplay einen Film einlegen und diesen somit dann auch bei unserer Fujifilm Polaroid Sofortbild Kamera richtig wechseln kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich die Sofortbildkamera schon mit unserem Handy verbunden und natürlich auch den Akku aufgeladen und als nächstes können wir dann auch schon unseren Film ganz einfach einsetzen. Hierfür muss ich auf der Rückseite diese Filmtürsperre einmal nach rechts rüberziehen und dann kann ich mit der anderen Hand mit dem Daumen auch schon ganz einfach dieses Filmtürfach nämlich nach oben öffnen. Im nächsten Schritt kann ich unsere Filmverpackung dann auch schon richtig öffnen. Hierfür ist normalerweise hier oben auch schon etwas eingerissen und wir können von da aus das Ganze dann auch schon weiter öffnen. Und wir sollten unbedingt darauf achten, dass wir mal an den Stellen, wo auch dieser Daumen bzw. Finger durchgestrichen ist, auf gar keinen Fall hinfassen sollten. Dasselbe Spiel auf dieser Seite übrigens genauso. Danach kann ich meinen Film auch schon richtig rum einlegen. Hierfür nur darauf achten, dass diese gelbe Markierung auch nach oben zeigt, so wie es natürlich bei unserer Kamera hier auch der Fall ist. Und dann gebe ich das Ganze einfach mal von etwas weiter oben schräg nach unten hinein und kann es dann nämlich auch schon ganz einfach hineindrücken. Sobald ich jetzt hier hinten das Ganze schließe, sollte normalerweise auch schon die Kamera von ganz alleine hier oben die erste Aufnahme rausschmeißen. Hierbei handelt es sich nämlich um eine schwarze Filmabdeckung, die am Anfang einfach runter muss und wenn wir diese dann ganz einfach entfernt haben, dann ist der Film in der Kamera auch schon einsatzbereit. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch eine neue Instax Mini Leeplay zulegen möchtest oder natürlich auch mehrere Filme auf einmal, um einfach etwas Geld durch den Mengenrabatt zu sparen, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.